Dies ist hier ein Blick auf das Stettiner Haff bei Berlin. Und es ist zwar windig heute, aber die Sonne scheint. Und da drüben verbrennt jemand etwas. Und ansonsten, ja, hier ist also die kleine Bucht, wo ich mein Boot vertäut habe. Und da oben sind die verschiedenen Hütten. Und die da ganz hinten, das ist meine. Ja, das ist hier die Zufahrt. Und das ist hier die Hütte hier oder das Häuschen, was ich im Moment hier gemietet habe. Ja, können ja mal ein bisschen näher treten hier. Und hier ist dann der Eingang. Nicht wahr? Alles recht. Ja, recht bieder, könnte man sagen. Ich weiß ja nicht, wann das hier gebaut wurde. Hier hinten steht mein Anhänger. Und hier ist der Schuppen mit dem Holz für den Kamin. Da muss ich mich dann immer versorgen mit, ja. So. Hier habe ich gestern Pfifferlinge gesammelt und hier ist auch ein Holzvorrat und jetzt gehen wir mal hinein in die warme Stube. Hier ist Toilette und die Dusche, naja, und dann ist hier die Kochgelegenheit. Ja, und das ist hier das Schlafzimmer. Hier ist jetzt natürlich erstmal total abgedunkelt, kann man ein bisschen jetzt sehen hier. Ja, also ich habe hier auch einen Schrank natürlich für die Kleidung und so. Ja, gehen wir wieder raus und gehen wir mal in die gute Stube. Das ist hier, ja, natürlich auch Fernseher dabei und das ist, wie gesagt, der Kamin. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Holz nachlegen und dann können wir ja sehen, wie das dann hier funktioniert, nicht? So. Ja. Ja, ja, schönes Stück Holz. Vorgetrocknet. Ach, und noch eins hier. Ach ja. So ist es. Und dann. Ach ja. Wieder zu. Und jetzt geben wir mal hier ein bisschen Gas. Ja. Damit er richtig mal. Ja, losbrennt, nicht wahr? Ja, feine Sache. Wie das auch so bullert, nicht wahr? Das ist schon recht gemütlich, kann man sagen, nicht wahr? Ja. Ja. So kann man auch mit kleinen Sachen den Menschen eine Freude machen. Einfach eine Flamme und schon ist das Leben viel wärmer.